Herzlich willkommen bei StudyLab TV. Wir unterhalten uns noch ein paar Minuten über die Gestaltung von Schweißteilen zu Ende und wir hatten ja schon so ein bisschen was rausgefunden im letzten Video, nämlich, dass es eine große Anzahl an Möglichkeiten gibt, wie man so Bleche, die man verschweißen will, zueinander legt, bevor man dann eine Elektrode dran hält. Wenn man zwei so Schweißteile voreinander legt, nennt man das einen Stoß. Und je nachdem, wie man sich dann entscheidet, das Ganze zu verbinden, resultieren daraus unterschiedliche Schweißnahtformen. Auch hier hatten wir eine Auswahl vorgestellt, die selbstverständlich nicht vollständig sein kann. Dann hatten wir angefangen, uns über Gestaltungsrichtlinien zu unterhalten. Ich hatte gesagt, dass man Schweißen, wenn möglich, vermeiden soll. Oft kann man es nicht vermeiden. Manchmal ist es auch einfach eine günstige, schnelle Lösung. Je nachdem, über was für Qualitätsanwendungen man so spricht, wie aufwendig die Qualitätssicherung sein soll, die man da hinbekommt und viele andere Faktoren mehr, ist es manchmal einfacher, nicht zu schweißen und stattdessen was anderes zu machen, zum Beispiel mechanisch zu fügen und, und. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es sowas wie die Schweißeignung ja gibt, als Aspekt der Schweißbarkeit, nämlich darauf zu achten, was man da eigentlich so miteinander verschweißt, unterschiedliche Metallarten, zum Beispiel Aluminium und Stahl miteinander zu verschweißen, ist der Klassiker, aber auch höchstfeste Stähle mit Baustählen zu verschweißen, ist nicht immer einfach und traut sich nicht jeder Automobilhersteller mal so eben. Insofern ist das ein Aspekt, über den man immer lange nachdenken sollte. Dann gibt es so ein paar konstruktive Hinweise, wie man denn so Schweißkonstruktionen auslegen sollte. Und auch da möchte ich mal so ein paar Worte zu verlieren. Wenn man so einen Stummstoß schweißt, so wie wir den da oben kennengelernt haben, könnte man das beispielsweise so machen, dass man irgendwie ein Blech mit so einer keilartigen Ende hier, mit einem keilartigen Ende hier anlegt und dann kommt irgendwie ein Block daneben. Dann kommt der Schweißer und macht hier eine V-Naht rein. Und dann ist man fertig. Das ist aber schlecht und zwar aus folgendem Grund. Bei konstruktiven Hinweisen hat das oft was damit zu tun, wie man eine höhere Festigkeit des Bauteils durch konstruktive Regeln erreicht. In diesem Fall geht es um den Kraftfluss, denn man stelle sich jetzt vor, dieses Bauteil wird beispielsweise hier auf Zug belastet. Dann muss ja jetzt hier irgendwo die Kraft im Bauteil durch die beiden Schweißteile und durch die Naht fließen. Und man sieht schon hier, hier gibt es ja dann beim Kraftfluss irgendwie so einen unkontinuierlichen Übergang, weil das Ganze hier relativ hart aufeinander prallt. Deswegen ist bei Stummstößen die Regel der Wahl, dass man kontinuierliche Übergänge schafft. Wie könnte das bezogen auf unser Beispiel dann aussehen? Beispielsweise so. Erhöht natürlich den Teilpreis, weil die Vorbearbeitung aufwendiger ist. Beispielsweise könnte man jetzt hier eine X-Naht anlegen, die sorgt sowieso schon mal für eine bessere Verbindung, ist allerdings auch aufwendiger wegen der zweiseitigen Zugänglichkeit und der höheren Vorbearbeitungszeit, denn man braucht ja hier diese Doppelspitze. Und dann machen wir mal hier irgendwie ein weiter vorbearbeitetes Teil und erreichen dann damit einen kontinuierlichen Übergang zwischen den Teilen, was den Kraftfluss vereinfacht und damit die Festigkeit des Bauteils erhöht. Dann habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass Schweißen einen Wärmeeintrag in das Bauteil bedeutet. Und wenn ich einen hohen Wärmeeintrag habe, dann kommt es danach immer irgendwie zu einer Abkühlung. Und je inhomogener diese Abkühlung ist, umso komplizierter wird der Spannungszustand, der sich in dem Bauteil aufgrund unterschiedlich schneller Abkühlgeschwindigkeiten einstellt. Das hatten wir uns beim Gießen schon angeguckt. Das Problem ist, man erreicht im Wesentlichen am Ende Verzug. Dann kommt der ein oder andere bestimmt auf die Idee, wenn man sich jetzt mal so einen Stummstoß irgendwie anguckt. Der könnte jetzt ja vielleicht irgendwie so gestaltet sein. Hier wird eine Kehlnaht reingelegt, der Stummstoß ist verbunden, Wärmeeintrag ist vorhanden, minimaler Verzug wird da sein. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dieses Bauteil zu versteifen. Nämlich, indem man hier irgendwelche Rippen anbringt. Dann hat man Dreiecke und wir haben in der Statik mal gelernt, dass so Dreiecke starr sind, das ist immer gut.
findet man dann auch oft bei Möbeln zum Beispiel als Versteifung. Jetzt konstruiere ich hier also wild irgendwelche Versteifungen dran und schweiße die hier mal so fest. Auch das ist von der Idee her gut gemeint, aber wie so oft, wenn was gut gemeint ist, eine schlechte Idee, weil, ohne jetzt allzu sehr schon in die Festigkeitsberechnung reinzugehen, hat man in der Festigkeitsberechnung in unserer Themen 2 Playlist sicherlich schon mal davon gehört, wenn zum Beispiel in diesem Bauteil eine Biegespannung fließt, dass es hier in der Mitte eine neutrale Faser geben wird, in der die Biegespannung 0 ist. Jetzt ist aber so, dass also aufgrund der Anlage dieser Versteifung hier die Schweißnaht sogar in den Bereich der maximalen Biegespannung gelegt ist, was ja blöd ist, denn schöner wäre ja, wenn meine Schweißnaht einer minimalen oder vielleicht sogar fast gar keiner Biegespannung ausgelegt ist. Deswegen sollte man sich merken, ich sehe gerade, hier steht natürlich eigentlich Verzug, deswegen sollte man sich merken, Versteifungen in die neutrale Faser zu legen. Das bedeutet, die konstruktive Verbesserung in diesem Schritt, ich mache es jetzt mal etwas abgekürzt, sehe also so aus, der T-Stoß bleibt bestehen. Der T-Stoß muss jetzt aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch tatsächlich hier verschweißt werden, aber die Versteifung darf ich mir irgendwie anders hinlegen und eine Verbesserung wäre erreicht, wenn ich dann also quasi die Versteifung hier in die neutrale Faser lege, Elektrode dran halten, verbinden und dann sind die Biegebelastung der Fügestellen deutlich geringer als bei dieser Variante oben links. Ich komme dann jetzt mal zum Abschluss dieser Konstruktionshinweise zu einem Klassiker bei den konstruktiven Hinweisen, und zwar hatten wir bei der Schweißbarkeit ja schon über die Schweißmöglichkeit gesprochen. Das heißt, aus fertigungstechnischer Sicht ist das Teil, das der Konstrukteur sich da im CAD-Programm überlegt hat, überhaupt fertigbar. Und bei der Schweißmöglichkeit geht es in erster Linie um die Zugänglichkeit der Schweißnaht. Warum eine Schweißnaht nicht zugänglich sein kann, hat verschiedene Ursachen. Schwierig ist zum Beispiel immer eine komplizierte Nahtform über Kopf. Man schmilzt was auf, das tropft einem dann gegebenenfalls entgegen oder verläuft innerhalb der Naht. Das ist immer irgendwie doof. Das heißt, die grundsätzliche Regel hierbei ist auch keep it simple. Und ein Klassiker bei der Zugänglichkeit ist, wenn ich irgendwelche Rohrprofile mit einem Deckel zuschweiße. Es klingt banal, aber wenn man mit Leuten aus der Praxis spricht, kommt das bei unerfahrenen Konstrukteuren öfter vor, als man so meint. Also ich habe irgendwie so ein Rohrprofil und dieses Rohrprofil soll mit einem Deckel verschweißt werden. Und zwar anscheinend für alle Ewigkeit, sonst wird man das ganze Jahr verschrauben. Und jetzt hat sich der Kollege überlegt, damit man hier schön sparend nachbearbeiten kann oder hier was konstruieren kann, schweißen wir das mal schön hier zu. Je nachdem, wie lang dieses Rohr jetzt ist, kommt man relativ schnell darauf. Das Kriterium der Schweißmöglichkeit ist für diese Konstruktion nicht erfüllt, weil an diese Stelle kommt kein Mensch dran. Das wäre also doof. Die einfachere Variante wäre dann natürlich hier von außen zu schweißen und den Leuten, die das Teil bauen sollen, damit die Arbeit zu erleichtern. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit und ich schließe das Ganze mal noch mit folgendem Hinweis. Bei Kehlnähten ist es immer gut, eine Zugbelastung zu vermeiden. Was bedeutet das? Schauen wir uns mal irgendeine Kehlnaht an. Vielleicht irgendwie so. Und damit man jetzt beide Szenarien sich angucken kann, lege ich mal bewusst das Ganze jetzt hier so ein bisschen über Eck. So, und jetzt weiß der Konstrukteur aus irgendeinem Grund, dass der gegebene Lastfall eine Kraft vorsieht, die von hier drückt. Wenn ich jetzt von hier drücke, habe ich zwei Möglichkeiten, wo ich meine Schweißnaht setzen kann, nämlich hier oder hier. Jetzt kann man sich mal in Ruhe überlegen, welche Belastung
auf eine Schweißnaht hier wirkt und auf eine Schweißnaht hier wirkt. Wenn man sich das überlegt hat, kommt man zu dem Ergebnis, dass auf diese Schweißnaht hier eine Druckspannung wirkt. Die Krafteinwirkung ist von rechts und drückt entsprechend hier auf die Naht. Und weil ich ja eine Zugbelastung vermeiden will, ist also für den gegebenen Lastfall das hier eine gute Lösung. Jetzt sehe ich gerade oben war die gute Lösung blau, dann bleiben wir da auch einheitlich. Also ich belaste die Zugnaht auf Druck, das ist gut. Wenn ich die Zugnaht hier, wenn ich die Schweißnaht hier belaste bei einer Kraft von rechts, habe ich sie hier auf Zug belastet. Das wäre also schlecht. Ist der Lastfall andersrum, muss ich die Nahtanordnung entsprechend tauschen und komme jedenfalls immer dazu, irgendwie zu vermeiden, dass eine Schweißnaht auf Zug belastet ist. Und würde sagen, an dieser Stelle schließen wir damit die Gestaltungshinweise in einer Auswahl zu der Gestaltung von Schweißteilen.